Moin Leute, zum nächsten V-Log oder Vlog. Heute mal was anderes. John Deere bzw. unser Vertriebspartner möchte uns mal die neue Presse zeigen. Und oh, das haben sie jetzt auch gemacht. Sind jetzt hier auf dem letzten Weizenfeld. Und jetzt würde ich erstmal nur die Bilder für sich sprechen lassen. Ganz ordentlich und wir werden jetzt mal die Zeit stoppen in einem etwas besseren Schwad. Wie lange das wohl so dauert, einen fertigen Ballen 1,65 Meter herzustellen. Was sagst du? 44 Sekunden. 44 Sekunden. Also gut über 80 Ballen pro Stunde, ja. Unter den Bedingungen hier. Ja. Also da ist die Leistung dann doch ein ordentliches Stück über der alten 582, die auch immer schon ganz gut gefressen hat. Gleich mal unserem Stammfahrer fragen. Der ist ja vorgestern mit seiner alten Presse daneben gefahren. Wie macht er jetzt hier? Sehen wir ein bisschen Meter. Oder maximal? Also maximal, gut. Also ich sag mal Meter 65. Ja. Bei der großen Tour ist hier auch schon mal ein bisschen Meter 90. Aber gut, liegt, können wir hier schon so zwischen 15 und 18 km/h fahren. Und Marco, was bist du mit deiner gefahren? Hier rein 7. Und wo wir mit der alten Presse 7 km/h gefahren sind, also schon ein ordentlicher Unterschied. Wo die alte Presse auch immer schon gar nicht so verkehrt war. War's. 50 Beine haben wir gemacht.
da wo unsere alte Presse irgendwo 100 Meilen gemacht hat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir unsere alte Presse nicht mehr so auf Druck fahren, wie die neue hier kann. Die schluckt ein ganzes Ende mehr, die Presse. Jetzt sehen wir sie nochmal aufgeklappt. Die Zugänglichkeit wurde auch verbessert. Die Klappen gehen komplett nach oben auf und die Maschine wirkt auf jeden Fall sehr aufgeräumt. Das fällt unterwegs ab. Jawohl. Michael. Ja. Ich hoffe, dass ich ein anständiges Video kriege.